Hallo liebe Mercedes-Fans, wir sind heute in Bottrop bei Brabus und schauen uns die neue A-Klasse an, den B25S. Neben mir steht jetzt Sven Gramm, Direktor Kommunikation. Sven, ich glaube, du kennst Brabus wirklich wie kaum ein anderer. Hinter uns steht jetzt eure neue A-Klasse, der B25S. Wo muss ich den B25S einsortieren? Das Auto basiert auf dem A250. Sprich, kommt er schon vielleicht an den A35 dran oder ist es wirklich nur ein geschärfter A250? Also der A250 hier in dem Fall als Brabus B25S ist natürlich nicht als Konkurrenzprodukt zum A35 zu sehen. Das Auto ist noch mal ein bisschen komplexer, da sind natürlich einige andere Features drin. Da arbeiten wir aber auch natürlich gerade dran. Hier bei dem A250 geht es uns darum, natürlich den Leuten, die einen A250 haben, ein bisschen mehr Sportlichkeit zu geben, ein bisschen mehr Individualität und vor allem natürlich aber auch ein bisschen mehr Leistung. Ja, wir reden hier von 46 PS mehr, ja, für knapp 2300 Euro. Ich denke, da kann man sich nicht beschweren und hat ein Auto dementsprechend, was dann 270 PS hat, damit ist man dann schon wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Okay, das heißt, ich komme mit meinem A250 zu euch und was macht ihr dann? Ja, zum einen gibt es natürlich mehrere Wege. Ich kann zum einen mit dem Auto natürlich zu uns nach Bottrop kommen, ich kann natürlich aber auch zu einem unserer Händler fahren und das dort vor Ort einbauen. Das ist für uns auch natürlich ganz wichtig. Jeder, der eine A-Klasse hat, der will ja nicht von Bottrop, von München nach Bottrop fahren, sondern macht sich es vielleicht einfach und fährt nach München zum jeweiligen Partner von uns und kann das dort innerhalb weniger Stunden verbauen lassen. Mhm. Und dann geben wir natürlich auch auf dem Motor eine Garantie, das heißt unsere Brabus Tuning Garantie, ja, er bekommt 3 Jahre oder 100.000 Kilometer. Das heißt, dass der Kunde natürlich auch sicher ist, dass zum einen der Motor hält, dass zum anderen aber auch der Antriebsstrang hält. Ja, das ist uns auch immer ganz wichtig. Und 46 PS mehr ist natürlich schon mal ein Riesen-Step. Wir können das nicht nur hier auf dem elektronischen Wege machen, sondern wir haben ein spezielles Ansaugmodul und wir haben diese Zusatzelektronik, sprich das Brabus Power Extra Steuergerät, was dann mit einer Plug-and-Play-Kabelbaumlösung verbaut wird. Okay, also ihr macht nicht nur Software, ihr macht auch Hardware. Jetzt hat die A-Klasse hinter uns, hat aber noch mehr. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick erstmal große Felgen, ich sehe Frontschürze, ich sehe Heckdiffusor, ich sehe Spoiler. Was habt ihr hiermit noch gemacht? Also wir machen natürlich, wenn wir ein Tuning-Programm machen, schauen wir uns so ein Auto immer an, was kann man alles machen, was kann das Auto vertragen, was macht auch wirklich Sinn. In dem Fall haben wir uns das Auto angeguckt, ist schon recht sportlich, deswegen arbeiten wir hier mit relativ kleinen Teilen. Wir haben vorne an der Frontschürze die speziellen Flaps, ja, wir haben die Einsätze für die Luftschächte vorne, haben in dem Fall einen passenden Heckdiffusor dazu, eine schöne mit einer schönen Endrohrblende, die mit Edelstahl und Carbon kombiniert ist. Und dann zusätzlich haben wir natürlich noch einen Dachspoiler und dann sieht es Auto erstmal optisch schon mal sportlicher aus und zum anderen kann man natürlich aus verschiedenen Raddesigns wählen. Also wir haben Räder von 18 bis 20 Zoll, das heißt je nachdem welchen Komfortanspruch man hat und was für ein Design man mag, kann man diese Räder natürlich dann auch montieren. Alles klar, dann würde ich jetzt sagen, den Schlüssel würde ich dir jetzt abknüpfen. Gerne. Und dann würden wir den B25 einfach mal testen und würde ich mal schauen, was er drauf hat. Schlüssel liegt drin, viel Spaß beim Fahren, bis später. Dankeschön. Wir haben jetzt mit dem B25S mal das Werksgelände in Bottrop verlassen und sind jetzt hier mal auf die Landstraße gefahren. Der B25S basiert also auf dem A250. Der A250 hat serienmäßig 224 PS und wir haben hier nochmal 46 PS mehr und auch 80 Newtonmeter mehr. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Im Interieur hat sich gar nicht so viel getan in Bottrop. Brabus hat Details verändert. Wir haben zum einen hier aus Aluminium sehr auffällig neue Schaltpedals. Wir haben neue Fußmatten, neue Pedale und neue Einstiegsleisten. Aber ansonsten ist das Interieur unangetastet im Gegensatz zum Exterieur. Da natürlich Frontschürze, Diffusor, Spoiler, 20 Zoll Felgen. Das ist natürlich schon deutlich auffälliger. Hier auf die Landstraße gefahren und Sportmodus ist aktiviert, sehr gut.
Wir schalten runter. Also es ist schon Wahnsinn, diese 46 mehr PS, wie die veranlagt sind. Wir sind ja den serienmäßigen 250er sind wir schon gefahren mit seinen 224 PS. Und das ist hier wirklich so, als wenn da ein kleines Brabus-Männchen auf dem Gaspedal sitzt und an deinem Fuß zerrt und sagt, los, drück mich. Diese 46 PS ist optimal eingestellt. Also die setzen genau da ein, wo dem 250er normalerweise die Luft ausgeht. Das Tolle ist, dass der Sound auch passt. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber hier drin klingt der Sound wirklich knackig und voluminös. Das macht Spaß. Ja, wir rollen ja hier auf 20 Zoll mit einer ganz dünnen Gummierung. Und das Fahrwerk ist fantastisch, das ist das serienmäßige Fahrwerk, ist weder zu hart noch zu weich, liegt richtig gut auf der Straße und macht auch in den Kurven einen ganz hervorragenden Job. Ja, der Brabus B25S bringt eigentlich ein ganz tolles Paket mit sich. Wer für seinen A250 noch ein bisschen mehr Leistung haben möchte, 46 PS und 80 Newtonmeter, der kann auf das Upgrade von Brabus zurückgreifen. Wer aber auch einfach ein bisschen mehr Optik möchte, kann natürlich auch die Anbauteile, die Felgen, kann er auch bekommen. Brabus hat hier nicht nur etwas an der Software getan, nicht nur der Chip, nein, wir haben auch hier mit einer neuen Ansaugbrücke neue Hardware. Und das hier ist übrigens echt Carbon. Der B25S ist eine kleine, gemeine Fahrmaschine, die richtig Spaß macht.